jetzt sitzen wir heute am letzten Tag vor einem wunderbaren Kaminfeuer in Jumavuyatela, nachdem wir schon 9 Tage zusammen mit der Gruppe gereist sind. Zunächst bei Gary Freeman im Camp, wo wir eine tolle Laufsafari hatten. Und jetzt natürlich das Abenteuer pur mit den ganz vielen Löwen und mit den ganz vielen Katzen, die wir hier in Jumavuyatela in Sabi Sands gesehen haben. Was hat dir denn so am besten gefallen? Also eigentlich hat mir alles gefallen. Beeindruckt war ich vom Garys Camp, weil ich eigentlich so viel Komfort gar nicht erwartet hätte. Das war für mich beeindruckend. Diese Laufsafari hat mich unheimlich, ich hatte erst Angst und dann bin ich immer mutiger geworden. Und ganz toll fand ich, dass wir so nah an die Elefanten rangekommen sind. Boah, so nah per Fuß habe ich noch nicht erlebt. Ja, das glaube ich. Aber weißt du, Gary Freeman, der hat Elefanten studiert und macht das seit 30 Jahren schon. Und ja, ich glaube, man findet keinen besseren Game Ranger in ganz Südafrika, mit dem man laufen kann. Ja, ja. Hier in Jumavuyatela ist es natürlich nochmal anders. Da ist der Texan. Der fährt dich direkt in die Herden hinein mit seinem Fahrzeug. Er liebt die Tiere und diese Liebe kommt so rüber. Und du hast ein bisschen Angst gehabt vor den Löwen heute, die so direkt neben dem Fahrzeug waren? Ja, oder? Aber auf dem Auto fühlt man sich natürlich schon ein bisschen sicherer als per Fuß, was ja hier in Juma auch gar nicht geht. Also, ja, ja. Aber das war ganz toll heute auch. Oder diese Löwenfamilie mit ihren 4 Kleinen oder die Löwenmutter zu bewundern. Also das fand ich ganz toll. Ja. Und die Hyänen heute Morgen noch? Da war ich ja, ich hatte eigentlich gar nicht gedacht, dass die so groß sind und ganz toll fand ich das. Und die hatten ja auch ihre Babys dabei. Super. Also wir hatten heute einen ganzen Kindergarten gehabt. Ne? Ja. Also war wirklich schön. Und dann, als wir heute Abend nach Hause gefahren sind, war es wieder nicht mehr so gut. Aber da haben wir auch noch die Elefanten mit ihren Babys gesehen. Ja, vor unserer Lodge, die Elefanten mit dem Kleinen. Und das war so entspannend auch. Und die waren uns ja auch ganz nahe gewesen. Ja, 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 ja. Ja, doch, es war. Es war schön. Ja, also ich würde am liebsten hier bleiben. Oh, du kommst wieder. Also das heißt ja, ich glaube schon. Afrika bleibt in deinem Herzen, selbst wenn der Staub von deinen Schuhen schon längst abgefallen ist. Also darauf trinken wir jetzt unseren Sandauer. Ja, genau. Was bei uns immer Gin und Tonic ist. Also Prost, schön, Heide, dass Prost, ihr mit Inge. Auf uns Tour wart. Das war ganz toll. Toll, danke schön. Tschüss. Tschüss.